Wenn sie irgendwie so Übungen macht, die ganze Zeit muss ich so auf ihren Arsch gucken, ich kann gar nicht selber Sport machen. Ich sagen, so einen coolen Start hatten wir noch nie. Heute, muss ich sagen, ist mal eine ungewohnte Situation für mich auch. Und für andere Leute auch, die gerade noch nicht in diesem Raum sind. Heute will ich eigentlich nur ein paar Fragen beantworten, ein paar private Fragen, die ihr mir bei Twitter stellen durftet. Aber ich werde die Fragen diesmal nicht alleine beantworten. Das ist, glaube ich, jetzt das erste Video mit meiner Freundin, was auf diesem Kanal online ist. Es gab aber schon andere Videos auf meinem Private Channel. Ich habe ja früher mal gesagt, dass ich eigentlich meine Freundin nicht mit in meine Videos einbinden will, weil ich das irgendwie, keine Ahnung, komisch fände. Aber ich finde, man sollte daraus eigentlich gar nicht so ein großes Thema machen. Und ich bin ja auch ich weiß gar nicht, wie sich diese Sparte nennt, aber ich mache ja 1000 Mädchen-Jungs-Videos, das, wenn man Single ist und so weiter und so fort. Und irgendwie wäre es fast wie ins Gesicht lügen, wenn ich die ganze Zeit so tun würde, als wäre nichts. Deswegen dachte ich jetzt nach ein paar Monaten, zeige ich mal meine Freundin. Deswegen, Achtung, jetzt muss hier eigentlich Trommelwirbel kommen. Achtung! Du kannst kommen. Wir werden heute ein paar Fragen beantworten, die hier sind. Du musst ja drüber springen. Ich hatte es so geplant, dass du durch so einen brennenden Reifen hier rüber reinspringst. Okay, so, Freunde, diese Person hier, ihr werdet euch gerade wahrscheinlich denken, so, shit, wahrscheinlich ist das hier der hässlichste Mensch der Welt. das ist meine Freundin und wir werden jetzt ein paar Fragen beantworten. Und zwar, die Hälfte der Fragen sind ungefähr von Alba. Vielen Dank an der Stelle, dass du so viele Fragen gestellt hast. Die erste Frage ist, wie ist dein Zweitname? Und wir haben lange drauf... ich frage nochmal von vorne, ich kann nicht lesen. Wie ist dein Zweitname? Wir haben lange drauf... Ich kann eigentlich gar nicht lesen. Wie ist dein Zweitname? Wir haben lange genug drauf gewartet, um ihn zu erfahren. Du musst jetzt mal sagen, was du zuerst dachtest, weil ganz ehrlich, ich muss sagen, ich mag meinen Zweitnamen überhaupt nicht. Und deswegen habe ich ihr gesagt, dass mein Zweitname mit M anfängt. Wie dachtest du, wie ich heiße? Mario. Wer bitte? Kein Mensch heißt Mario. Das ist kein normaler Name. Jonas Mario Ems. Passt doch voll. Hi, ich bin Jonas Mario Ems. Nein, mein Zweitname ist Maximilian. Ja, aber ich will eigentlich damit nicht viel zu tun haben. Ich finde, Jonas Ems passt eigentlich schon soweit. Ganz gut. Okay, ich stelle dir die zweite Frage, stelle ich dir einfach mal. Was für Eigenschaften sind dir bei Menschen wichtig oder was magst du gerne? Ja, sie ist nicht so die Schlauste. Oha, nein. Also mir ist wichtig Treue. Ja, das ist auch scheiße so ein bisschen. Was möchtest du gerne studieren? Das ist eine ziemlich private und intime Frage, lass uns die mal überspringen. Also, aber ich kann trotzdem kurz sagen, ich würde gerne Regie studieren. Weil, Leute, ich bin heute richtig oldschool unterwegs, habe auch die Fragen ausgedrückt. Weißt du, so alle modernen YouTuber haben es auf ihren Handys, ich druck sie so richtig schön aus. Wundert sich, dass ich irgendwie mit Handschrift einfach draufgeschrieben habe. Früher mochtest du Jessica Alba ja immer voll gerne. Tust du das immer noch und wenn ja, was magst du an ihr? Nein, ich finde Jessica Alba sehr hübsch, aber das hier ist auf jeden Fall für mich das schönste Mädchen der ganzen Welt. Steht so ein Skript, sorry, ich hab's einfach so, das hat der Skript da so aufgeschrieben, ich habe damit nichts zu tun. Die nächste Frage, bist du noch Jungfrau? Bist du noch Jungfrau? Eigentlich? Ja. Ich auch. Also, wir sind auf jeden Fall die härtesten Jungfrauen der Welt. Überhaupt. Nach der Ehe. Dass dein Pullover nur bis hier geht, dann zieh dir mal bitte bis hier hoch. Ey, die Leute dürfen nicht so viel sehen. Aber fürs Handwerk musst du bitte gleich bis unten hin wieder runterziehen. Okay. Wie hast du deine Freundin kennengelernt und könnt ihr mal ein Video zusammen machen? Video geht gar nicht klar, deswegen ist sie halt auch komplett die ganze Zeit zensiert, also unscharf. Man darf auch noch nicht sehen. Aber wie haben wir uns kennengelernt? Ich glaube, das müsste man irgendwann auch noch mal verfilmen, weil die Story... Ich muss einfach mal sagen, wie ich sie ursprünglich kennengelernt ist total langweilig, so muss man auch nicht erwähnen. Aber es war einfach so, die erste Mal Treffen, die ich eigentlich mit dir machen wollte. Nein. Doch, das würde ich erzählen. Hat sie mich einfach versetzt. Also, einfach so, so, wirklich, ich gehe schon aus der Tür und sie sagt auch so, ja, wird heute nichts. Und dann hast du mich blockiert. Ich mag sie aber trotzdem. Ah. Sie hat eben voll so die ganze Zeit so Haarspray, so, weil sie so aufgeregt war vor dem Video. Ich hasse dich. Noch einmal, du fliegst raus. Welche Unterwäsche trägst du heute? Das sag ich jetzt nicht. Nee. Okay, also ich ziehe mich mal gerade kurz hier aus. Meine Unterwäsche kann ich jetzt gerade hier mal kurz schon mal zeigen. Hallo. Bist du immer noch der Ansicht, dass es aufs Innere bei Mädchen ankommt oder hat sich das inzwischen geändert, seit ich sie kenne? Also es hat sich komplett geändert. Früher muss ich ehrlich sagen, so, da habe ich wirklich so aufs Innere auf Wert gelegt, aber sie ist innerlich der schlimmste Mensch aller Zeiten. Sie ist grauenhaft. Wenn ich morgens aufstehe, foltert sie mich erstmal aufs Übelste. Sie hasst mich eigentlich komplett und immer wenn ich nicht hier bin, dann klaut sie mein ganzes Geld. Aber ich hatte halt noch nie eine Freundin, deswegen... Nein, das ist natürlich alles nur Spaß.
sie, auch wenn sie jetzt gerade, das ist auch noch das erste Video, was sie dreht, deswegen kann es sein, dass sie durch Schüchternheit vielleicht auch irgendwie so wirkt als, vielleicht wirkst du arrogant, kann es sein, dass du vielleicht arrogant wirkst? Wirk mal nicht so arrogant. Okay. Aber sie ist auf jeden Fall alles andere als arrogant, also sie ist das süßeste Mädchen, was es überhaupt gibt. Zum Beispiel gestern war es einfach so, da musste ich eigentlich den ganzen Tag arbeiten und dann schreibt sie mir aber die ganze Zeit so, was machst du gerade? Und ich wundere mich schon so, warum fragt sie das die ganze Zeit so oft? Und ich habe dann so geschrieben, ja, ich muss auch voll viel machen, hab dann so eine ganze Liste geschrieben, was ich auch alles machen muss. Und sie schreibt einfach so, sorry, aber ich musste dich sehen. Ich so, hey, ich check's gerne. Genau in dem Moment hat sie an der Tür geklingelt und sie stand da, hat mich so mit so Hundeaugen angeguckt, so voll süß, so. Weißt du, man musste sie dann einfach rein. Eigentlich wollte ich sie wegschicken, aber man muss sie einfach reinnehmen. Gehst du lieber alleine oder mit Freundin ins Fitnessstudio? Ich gehe alleine, weil sie viel zu fett ist im Sport. Sie macht auch noch keinen Sport, so. Mach mal ein bisschen Sport und scheiß, was ist los mit dir? Aber ich gehe alleine ins Fitnessstudio, ich hätte auch gar keine Lust, glaube ich. Also ich bin so ein Typ, der einfach alleine trainiert, so. Ich muss es einfach alleine durchziehen. Vor allem, wenn sie die ganze Zeit Sport machen würde, so irgendwelche Workouts, so, guck mal, solche. Wenn sie irgendwie so Übungen macht, die ganze Zeit so auf ihren Arsch gucken, ich kann gar nicht selber Sport machen. Alter, mein Arsch ist aber auch ganz schön, guck mal, ey. Heftig. Oh. Warum bist du bei deiner Führerscheinprüfung über Rot gefahren? Habe ich das eigentlich mal erzählt? Als ich meine praktische Führerscheinprüfung gemacht habe, bin ich bei der ersten durchgefahren, weil ich über Rot gefahren bin. Warum aber? Weil ich war Linksabbieger und ich bin einfach dem Auto dahergefahren, das auch links abbiegen musste. Aber inzwischen ist die Ampel schon rot geworden, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Aber ganz ehrlich, auch voll überbewertet. Also über rote Ampeln fahren kann man mal machen. Also ich meine ganz ehrlich, warum, wofür gibt es überhaupt diese Farben? Sinnlos. Ich bin übrigens gerade bei der 9. praktischen Prüfung, habe immer noch keine bestanden, aber ich, also das ist so mein... So, Freunde, das war der erste Teil von Fragen stellen. Warte, ich weiß, ich wollte das schon immer machen, okay? Ich muss deine... Nein, warte, du musst... Warum schreist du so? Ich schrei immer so in meinen Videos. Warte, meine Hände müssen... Meine Hände müssen... Ich kann nicht so weit, ich bin sonst unscharf. Ja, hab ich Schweißflecken? Nee, so. Ja, als ob ich so kurze Arme hätte. Ich muss die ein bisschen länger machen. Okay, ja, jetzt machst du... Nein, ich weiß, du musst das hier so durchstecken. Das ist lustig. Geht es mal? Es geht nicht. Das war jetzt der erste Teil von dem Fragen-Beantworten-Video, aber der zweite Teil ist auf meinem Private-Channel. Da werden wir auf jeden Fall, jetzt muss ich auch, ich habe vier Hände. Da werden wir auf jeden Fall noch mehr von euren Fragen beantworten mit Merkel zusammen. Das heißt, der Link ist direkt unter der Beschreibung. Guckt den zweiten Teil auf meinem Private-Channel. Vielen Dank fürs Zuschauen und gebt sehr gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann wieder am Mittwoch und da gibt es Neuigkeiten. Und zwar kann ich jetzt schon mal sagen, es wird neuer Merch von mir rauskommen. Das ist unter anderem eins von dem neuen Merch, was es geben wird. Aber am Mittwoch kommt dazu ein Video. Schaltet auf jeden Fall ein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!